Jo, ist klar. 5 Grad war nicht irgendwie vor ein paar Tagen noch 19 und wenn man früh morgens 9, 10 Grad, ach du Scheiße. So Freunde, es geht los. Es ist 7.01 Uhr und die ersten 50 Kilometer stehen an. 5 Grad und Nieselregen. What the fuck? So, wir haben jetzt die ersten 8 Kilometer hinter uns. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich bislang noch ohne Motorunterstützung unterwegs bin. Und wir sind hier in so einem krassen Wald. Es ging gerade richtig krass bergauf. Und hier ist das erste kleine Stück bergab. Und da wechseln wir jetzt mal die Kameraperspektive. Das macht auf jeden Fall deutlich mehr Bock als bergauf. Digga, ich stehe im Stau. So, jetzt kommt eine absolute Empfehlung für supergeile, gesunde Ernährung. Und zwar, wer mal in Harburg sein sollte, unbedingt hier vorbeikommen. Die Brutzelhütte, absolut beste Currywurst in Town. So. Hier gleich. Da haben wir ihn. Handelshof. Stammtag, was normalerweise parke ich immer hier. Hab ich Zettel vorbereitet, da steht nochmal alles drauf. Und da könnt ihr das dann eintragen und würde mir ein Foto erstmal reichen. Ihr müsst auch noch. Du willst am Regal nochmal vorbeifahren mit der Kamera? Am Regal? Ja. Also vorbeischieben können wir mal, ja. Ja, so für das ist das Social Media. Ja, genau, das stimmt. Hast du schon alles umgebaut? Ne. So, der Kollege hat angefangen, du siehst gestern schon mal alles leer machen unten und sauber machen. Ja. Müssen wir irgendwo anfangen. Ich meine das Regal damit im Lackitz. Ja, ja, gut, aber hier müssen wir auch noch mal gucken, ne? Hier haben wir ja, das ist ja quasi das regionale Regal bei euch. Leonhard Korn, Nordic, Ehre Korn, wen haben wir noch? Holland, also das ist ja Nordic, ne? Holland. Das ist Nordic, ja. Ja. Einmal Lakritz heißt es oder? Neben Jägermeister, sehr gut. Und Jackie Cola. Hier, da haben wir das schönste Leonhard Korn Lakritz Regal überhaupt aktuell. Also mega geil. Schickst du alle her. Mega geil und ist auch komplett ausverkauft. Wir haben nichts mehr. Ja? Nichts mehr. Ja, ich schick die Leute her, ja. Alles klar. Vielen Dank, mein Lieber. Ich hoffe, deinem Rücken geht's besser. Ja, viel Spaß. Jetzt habe ich noch, wenn ich jetzt 20 habe, noch 30. Ja, das wird der Tag auch bald vorbei. Das geht schon. Und dann muss ich noch den ganzen Tag arbeiten, ne? Ja, viel Spaß. Dankeschön. Ich werde das wollen. Hau rein. Ciao. So, das war der erste Stop beim Handelshof in Hamburg-Harburg. Und wie zu erwarten, finden die Aktion cool, aber müssen das einmal besprechen, inwiefern sie daran teilnehmen können. Nichtsdestotrotz bin ich hier gewesen, habe nochmal die Regale angeschaut, nochmal mit ihm kurz besprochen, ob wir da was an dem regionalen Regal oder was da jetzt in Zukunft geändert wird, weil das hatte er mir schon mitgeteilt gestern. Und jetzt geht's weiter. Edeka Ziegler, das ist glaube ich nur ein Katzensprung, 5 Minuten oder so. Und danach muss ich einmal
kurz bei Trenger stoppen in Harburg, weil ich habe einfach kein Fahrradschloss. Das ist irgendwie eine dumme Idee. Wenn man in die Edekas oder in die Supermärkte rein möchte, geht das mit dem Fahrrad. Höchstwahrscheinlich nicht, beim Handelshof ging es jetzt. Aber ich glaube, da werde ich nochmal vorbeischauen. Außerdem stimmt irgendwas mit dem Vorderreifen nicht. So, auf geht's zu Edeka Ziegler. Und dann wollte ich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber vielleicht einmal kurz hier Harburg ein bisschen mit der Drohne zeigen, weil das hat hier schon ganz coole Ecken, auch wenn es nicht so eine Highlight-Stadt ist. Und wie gesagt, danach muss ich glaube ich erstmal den Vorderreifen wechseln oder irgendwie mit dem besprechen, was da los ist. Plus ein Fahrradschloss wäre glaube ich eine geile Idee für diese Aktion, die wir hier vorhaben, wenn man nicht mit dem Fahrrad immer in die Läden rein möchte. Also auf geht's, Edeka. Hier geht's rein in der Harburger Hafen City zu Edeka Ziegler. So, ich durfte hier bei Edeka Ziegler auch mit dem Fahrrad einmal hier durch die Gemüseabteilung zu den Spirituosen gehen, wo noch ein kleiner Restbestand Leonhard Korn sein soll. Und auch hier wird sich jetzt quasi im Laufe der Woche entschieden, ob und inwiefern man an der Aktion teilnimmt. Also hier in Harburg bei Edeka Ziegler läuft man quasi direkt drauf zu. Und was ich ja mega cool finde, hier gibt es tatsächlich noch zwei Flaschen Leonhard Korn Bloody Butcher. Also ich glaube, die gibt es sonst eigentlich gar nicht mehr. Ja, wir sind gespannt, wie sich Edeka Ziegler beteiligen wird an der Aktion. Und wir halten uns da auf dem Laufenden. Wir sind da. So, wir sind jetzt hier bei Trenger angekommen und Torben, der mich auch sogar noch zwei, dreimal begleiten wird auf Reise, ja, willkommen, wird sich jetzt mal um den Vorderreifen kümmern, der irgendwie dauernd Luft verliert. Und was ist da los, Pascal? Was machst du? Keine Ahnung, ich habe gar nichts gemacht. Vielleicht bin ich zu schwer. Das hier ist übrigens jetzt die Halle und die Werkstatt und Montage von Trenger. Jetzt schauen wir uns das gute Ding einmal kurz an, bevor die Reise zu Ende ist, bevor sie gestartet hat. Gut, schauen wir uns den Schlauch mal an und wechseln vielleicht sogar direkt den Reifen, wer weiß, was da los ist. Hängst du einfach so an meinen Damensattel ran? Das hängt einfach so an deinen Damensattel ran. Geht sowas schnell oder? Es geht total schnell und ist total simpel. Ist von der Handhabung her wie bei jedem anderen Fahrrad im Grunde genommen auch. Wir haben einen Reifen, wir haben einen Schlauch und in dem Falle eine Steckachse, die mit einem 5er Inbus befestigt ist. Kein Spezialwerkzeug notwendig. Musstest du sowas auf einer Fahrradtour schon häufiger machen? Ja, ich habe da ja gar keinen Bock drauf, dass sowas passiert, ne? Das kommt zum Glück selten vor. Kann aber auch daran liegen, dass man natürlich sich irgendein Mist eingefahren hat. Kann eine Scherbe sein, gerade hier im Harburger Umland natürlich durchaus möglich. Dass immer ein bisschen mehr Dreck auf den Wegen rumliegt. So, ob wir das gleich mal rausfinden, werden wir sehen. Jetzt ist der Druck noch gut. Hattest du einmal nachgepumpt? Ja, musste ich einmal kurz. Das konnte ich aber nicht filmen, weil das war viel zu anstrengend. Ich war viel mehr außer Puste, als wenn ich den Berg hochgefahren bin. Alle Hände voll zu tun gehabt, wahrscheinlich Reifen wechseln und Schlauchreifen nachpumpen. Wie war die Tour bisher? Gut.
bislang keine Probleme, dann nicht mal Motor angehabt, also bis auf ein bisschen Luft da. Ohne Motor. Und in den Wäldern quasi, dadurch, dass es die ganze Nacht geregnet hat, war es echt anstrengend, also matschig. Ne? Also das ist was anderes, als wenn man mit einem Mountainbike fährt, mit so dünnen Reifen wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall so rutschig und immer im höchsten oder im niedrigsten Gang, wie heißt das? Ich weiß es nicht, immer in der höchsten, also in dem leichtesten. Im leichtesten. Im leichtesten. Also im niedrigsten Gang sozusagen. Ja gut, mit dem Graveler bist du natürlich ein bisschen allround unterwegs, aber tiefer Schlamm ist natürlich dann irgendwann auch für ein Gravelbike zu viel. Andersrum kannst du das dann auf der Straße wieder aufholen. Ja, das ist auf jeden Fall, also was ich krass finde, ist, sobald es so ein bisschen auch bergab geht, du bist super schnell auf über 40 km/h, ja, ne? Und das, ich hatte schon gehofft, das ist ja gerade Blitzermarathon, ob irgendwo mal einer ein 30er steht, und dann würde ich gerne mit dem Fahrrad geblitzt werden. Wenn es mit dem Auto immer gelingt und vielleicht auch mit dem Fahrrad. Ja, dann willst du Hüneburg unbedingt. Ne? Ja, muss ich noch. Donnerstag. So, jetzt haben wir ganz normalen klassischen Reifenheber. Sollte jeder bei sich beim Fahrrad in der Tasche dabei haben. Und damit ziehen wir den Reifen einfach von der Felge runter. Die meisten Autoreifen haben eine Laufrichtung. Steht auf dem Reifen an der Seite immer drauf. Weiß nicht, kriegst du das drauf mit deiner Kamera? Da steht, der Pfeil geht in die Richtung. Genau, Rotation steht da. In die Richtung soll der Reifen sich daher auch drehen. Ich habe das Pascal schon mal gezeigt, wie das geht mit dem Reifenwechsel. Ich mach's aber gerne nochmal vor. Ich würde es jetzt ungern machen. Das wieder alle. Es hat funktioniert, aber es gibt coolere Beschäftigungen. Deswegen kommst du ja auch mit auf drei Touren, weil wenn was passiert, dann hoffentlich da, dann kannst du das dann machen, oder? Guck mal, ja. du ziehst das wirklich nur mit der Hand drauf, ne? Ja. So. Wir legen jetzt einfach wieder in den Reifen rein. So wie ich mit Knicken und Falten und... So wie du mit Knicken und Falten, genau. Also es reicht, wenn da so ein ganz bisschen Luft drauf ist, dass er sich nicht in sich verdrehen kann, und dann legen wir die zweite Seite des Reifens drauf. Legen wir uns den Schlauch hier schön rein. Das ist eine ganz spezielle Technik. Gleichzeitig gut für die Oberschenkel. Einfach zwischen Bauch und Oberschenkel klemmen. Genau, da wir beide ein bisschen Bauch haben. Du vor allen Dingen. Ne? Also ich habe viel Oberschenkel und viel Bauch, und ich wäre eigentlich perfekt für den Job. Nicht den Bauch drauflegen, sondern einklemmen. Ach so. Super Körperhaltung, oder? Ja, das sieht cool aus. Das ist Yoga. Das ist Yoga. Zack. Okay, krass. Ich musste das mit so Wagenhebern, Reifenhebern machen. Echt? Mhm. Was wir nicht dabei haben werden, ist ein Kompressor. Das Teil. Wieso nicht? Gibt es auch diese CO2-Kartuschen. Stimmt. Können wir auch. Wollen wir das machen mit der CO2-Kartusche? Ich nehme welche mit. Ja. Ich habe gehört, dass die aber dann nachts die Luft wieder verlieren, ne? Nein. Nicht? Nein. Hörst du das? Muss so? Okay. Das ploppt. Wie viel hast du jetzt drauf? 4,5 Bar sind das jetzt. Das ist gut. Muss man da auf irgendwie was achten, Newtonmeter-mäßig? So, die kriegt 20 Newton, diese Steckachse ist ein recht großes Gewinde. 20 Newton reichen da aus, oder in dem Falle wirklich gut handwarm, wie man so schön sagt, mit dem 5er Inbus. Beachten, dass die Scheibe wieder ordentlich zwischen den Bremsbelägen sitzt. Und viel mehr kann man dann da auch nicht machen. Das ist eine Schraube zum Festziehen. Und wenn vorher alles gepasst hat, die Steckachse wieder sitzt, passt auch danach alles. That's it. Cool. Ui. Und links. So ein ganz, ganz kleines, was kein Gewicht hat. Jetzt nicht so das High-Protection-Sicherheitsding, wo du es über Nacht am Laternenpfahl stehen lassen kannst, sondern nur, wenn ich ganz kurz in so einen Markt rein muss und das kein Gewicht hat und nicht nervt. Also grundsätzlich kriegst du jedes Schloss geknackt. Ja, das ist klar. Das muss man schon mal sagen. Also über Nacht am Laterne stehen lassen würde ich niemals machen. Auch nicht mit so einem Monster hier. Weil die kriegst du am Ende, kriegst du sie irgendwann alle auf. Natürlich mit schwerem Gerät, aber deswegen... Sicher ist das Fahrrad immer zu Hause irgendwie im Keller oder im Haus zu haben. Aber es gibt kleine, kompakte Faltschlösser, das ist dann sowas hier. Die sind möglichst leicht, sehr klein, kompakt in der Tasche dabei.
und dementsprechend gut am Fahrrad anzubringen und du hast es halt immer dabei. Es schlackert nicht irgendwo am Fahrrad rum. Achso, das macht man dann hier fest. Genau, dann können wir einfach hier festschrauben. Mhm. Ansonsten gibt es eben, man kennt sie, die fetten Bügelschlösser. Man kennt diese Spiralschlösser, die irgendwo am Sattel rumhängen, in den Reifen reinkommen. Panzerketten für deinen Zweck jetzt nicht gut zu gebrauchen. Okay. Das heißt, man würde sowas machen? Genau, es gibt auch so ganz kleine Kompakte, das ist dann sowas hier. Ja, das ist auch cool. Da ziehst du nur so ein Draht raus? Da ziehst du nur ein Draht raus, ein Zahlenschloss. Geht auch, für mal eben schnell, okay. Aber das ist mit dem Seitenschneider durchgekniffen, ne? Das ja gut, aber wer hat denn den beim Edeka dabei? Weiß ich nicht. Der Handwerker von morgen vielleicht. Ja, ich glaube, ich finde sowas besser. Ja? Das ist okay, cool. Das und halt das macht man aber einfach in die Tasche rein. Das oder sowas, genau, ne? Kannst du in die Hosentasche stecken oder in eine Taschen rein. Geht natürlich auch. Gut, nehmen wir das. Okay. Man kann ja bei euch die Fahrräder in Wunschfarbe quasi lackieren. Ne? Ja. Ist Wunschfarbe möglich oder nur eine Auswahl von denen? Also wir haben eine Auswahl von gut 30 Farben. Die kannst du dir noch im Matt oder glänzend aussuchen. Wenn du eine absolute Sonderwunschfarbe hast, weil dein Auto genau in dieser Farbe auch ist. So wie Leonhard Korn? So wie Leonhard Korn zum Beispiel. Mhm. Können wir grundsätzlich jede RAL-Farbe umsetzen, müsste man dann halt individuell schauen, inwieweit sich das Preis eventuell verändert. Aber grundsätzlich, ja, wir können eigentlich jede Farbe, jede RAL-Farbe umsetzen. Wir können so ziemlich jedes Design umsetzen. Wir haben bei uns auf der Homepage, kann man mal sehen, unter den Firmenbikes sind einige Beispiele. Wir haben viele Gewerbekunden auch und dementsprechend können wir fast jedes Design auf dem Fahrrad aufbringen. Was wir machen können, ist zum Beispiel deinen Namen aufs Fahrrad draufkleben. Okay. Kein Problem. Sowas geht, können wir alles machen. Oder Initialen oder... Oder deine Deutschlandflagge, gibt okay. Ja, die Jungs, die Deutschlandflagge hinten rechts auf der Heckscheibe haben wollen, wenn sie es auf dem Fahrrad auch haben wollen. Ja, klar. So, jetzt auch genug Pause. Neuer Reifen drauf, neues Schloss gekauft. Und jetzt geht's noch zu Rewe ins Phoenix Center. Hamburg. Und danach... Garten von Ehren und dann über eine schöne Wald- und Wiesentour zurück nach Eckel. Wir haben jetzt 21,9 Kilometer, noch nicht einmal den Motor angehabt, läuft ganz gut, bergauf ein bisschen anstrengend, aber ich denke, das ist ganz normal. Da vorne haben wir das Phoenix Center, vorletzter Stopp für heute. Und keine Ahnung, wie ich da mit dem Fahrrad hinkomme. Ob ich vielleicht einfach den Wareneingang, Lieferanteneingang nehme. Mal schauen. Dankeschön. Moin. Hallo. Ist Daniel Kunkel zu sprechen? Ja, es ist heute Abend. Leonhard Korn. Leonhard Korn. Genau. Den Namen kenne ich irgendwoher. Ja, wir haben euch hier auch schon ein Tasting gemacht bei euch. Ja. Und sind, glaube ich, seit eurer Eröffnung kurz danach mit im Sortiment. Guten Tag. Kann ich hier reinkommen oder was? Ja, ich habe gefragt vorne, weil so viel Equipment dran hängt. Ich wollte das nicht draußen stehen lassen. Hier ist, glaube ich, ein bisschen ungefährlicher. Absolut. Mein Lieber, ich danke euch, dass ihr dabei seid und cool, dass ich hier vorbeikommen konnte. Fahr das Akku an. Nee, ich habe noch 92%. Das ist cool. Ciao. Ach, schau mal hier. Leider hinter Glas, aber ich kann es auch manchmal verstehen. Hier findet ihr Leonhard Korn auch bei Rewe im Phoenix Center. Also, wenn man im Phoenix Center unterwegs ist, snackt hier vorbei und holt euch einen Schnaps. So, Rewe. Daniel Kunkel im Phoenix Center. Haben wir eingetütet. Nice. So, jetzt lassen wir Harburg hinter uns. Ab zu Garten von Ehren. Und dann zurück aufs Land mit einer schönen Tour über Sieversen, Leversen, glaube ich, Emsen, zurück nach Eckel. Was man immer so ein bisschen vergisst, von Harburg, also vom Hafen an bis hoch nach Rosengarten, ist absolut immer eine leichte Steigung. Es geht die ganze Zeit bergauf, zumindest
gefühlt für richtige Radfahrer ist das wahrscheinlich Ebene, aber du bist die ganze Zeit nur am Bergauffahren. Junge, Harburg. Aber es ist auf jeden Fall nicht geil, durch die Stadt zu fahren, wegen der ganzen Ampeln und so weiter. Ich freue mich, wenn ich jetzt gleich wieder auf dem Land bin. So, jetzt sind wir gleich nach bislang 30 Kilometern bei Garten von Ehren. Der letzte Händlerstopp für heute, aber ich habe trotzdem noch 20 Kilometer Rückweg vor mir. Aber es ist einfach nur geil. Es macht einfach echt Spaß. Da sind wir. Hier sind wir, Garten von Ehren. Stehe ich noch hinten, ja, ne? Grillerei. Hinten und hier vorne auch, du stehst nur ein bisschen da. Okay. Hi. Einer der geilsten Läden in ganz Hamburg quasi, wenn es um Garten und Zubehör geht. Und hier seht ihr natürlich auch Leonhard Corn Stuff. Natürlich Lakritz, Eierlikör haben sie auch noch, Pfefferminze, alles da. Hier hinten in der Gartenabteilung, in der Grillerei bei den Männern. Und mir wurde auch versichert, sie sind dabei. So Freunde, das war der letzte Händlerstopp auf den 50 Kilometern, nach Kilometer 30. Jetzt habe ich noch 20 Kilometer Rückfahrt vor mir. Und Garten von Ehren ist natürlich auch dabei. Wir sprechen jetzt nochmal intern, inwiefern und ja, in Summe war das jetzt schon mal sehr erfolgreich, glaube ich. Also ich würde mich wundern, wenn unsere Händler bei der Aktion nicht mitmachen. Hat auch echt schon Spaß gemacht, also dieses Fahrradfahren, das ist viel geiler, als ich mir vorgestellt habe. Während man bergauf fährt, hat man da vielleicht so den einen oder anderen Gedanken dazu. Aber jetzt heißt es nur noch ein bisschen den Regen genießen. 20 Kilometer zurück, ab unter die Dusche und dann arbeiten. Jetzt sind wir einmal am Wildpark und hier geht es jetzt links rum in die Wälder. Das ist so geil! Die Scheiße ist nur, wenn es so bergab geht, geht es auch gleich wieder hoch. Okay. Schön war's. Jetzt hoch. Oh. Komm schon. Boah, nee. Hauptsache, das geht jetzt nochmal wieder hoch. Boah, Junge. Geil, es wird die Abfahrt so geil, wa? Wenn man das wieder hoch muss. Ja, Mann. Aber wo ist auch mal? Raus aus deiner Komfortzone.
Das war krass. Das war krass steil. Puh. Und erstmal wieder zu Kräften kommen. Junge. Jeder, der hier schon mal gefahren ist, bei Costa, weiß, dass es jetzt ein 3 Kilometer Anstieg ist, bis nach glaube Langrehm hoch. Ich weiß ja noch nicht so. Also ich sehe mich morgen echt noch nicht auf dem Fahrrad. Das ist so krass anstrengend teilweise. Oder ich muss gleich anfangen zu cheaten und den Motor anmachen. Aber man merkt so richtig, die Kräfte gehen weg. Man müsste vielleicht mal was trinken, was ich natürlich auch nicht mitgenommen habe. Oder irgendwie Traubenzucker oder sowas. Aber boah, ich habe nicht mehr so viel Kraft. Mal schauen. So Leute, ich habe 40 Kilometer ohne Akku geschafft. Aber diesen Anstieg hier, ich musste jetzt auf Eco, weil einfach keine Power mehr. Yo, ja, ich weiß nicht, ob das Video eben funktioniert hat, aber ich habe nach 42 Kilometern den Akku anmachen müssen auf Eco. Alter, ich habe gar keine Power mehr. Liegt vielleicht daran, dass ich nichts zu trinken mit habe, keine längere Pause gemacht habe, außer natürlich bei den Edekas oder bei den Märkten. Aber das ist vielleicht für Ungeübte doch ein bisschen crazy, weil das ist hier doch ganz schön bergig, auch wenn man das den Norden Deutschlands nicht so wirklich zutraut. Aber wir sind jetzt in Langrehm, wir haben noch 10 Kilometer vor uns und das ist vielleicht ja auch das Geile an so einem E-Bike. Wenn du mal kurz einfach keine Power mehr hast, kannst du einfach ein bisschen Unterstützung zuwählen. Und dann, wenn du wieder ein bisschen Kräfte gesammelt hast, machst du den Motor wieder aus. Leute, 10 Kilometer noch. Aber es macht mega Spaß. Und ich glaube, es wäre noch geiler, wenn man ein bisschen fit wäre. Okay, Leute, gleich haben wir die 50 Kilometer schon mal geschafft. Zu Hause sind wir noch nicht oder am Ziel. Aber das erste innere Ziel ist geschafft. Ich hatte auch wirklich nur einmal ganz kurz den Motor an bei dem Anstieg und da sind sie, die ersten 50 von 666 Kilometern von der Leonhard Korn Bike Gravel Challenge. Ja Mann, ja Mann! Okay, nice. Eigentlich war ich kurz vor der Firma und dann sagte die Komoot-Tour jetzt rechts rein, hat mir nochmal 4 Kilometer raufgehauen und jetzt graveln wir noch mal eine Runde. Das scheint die Strafe zu sein für die 900 Meter mit Motorunterstützung, weil das ist hier einfach 8-mal anstrengender als Straße, aber macht auch richtig Bock. Aber das ist genau das, was Torben von Trenger meinte im Wald. Alter, das ist so ein weicher Boden und du brauchst so viel Kraft, um quasi mit diesen dünnen Reifen da irgendwie durchzukommen. Hier diese Matschkohlen, aber ist geil. Ja, Komoot meinte, lass mal Bünsen machen. Das ist hier auch nochmal so ein schöner Anstieg immer. Dann kurz in dieses geile alte Dorf rein und dann geht's gleich wieder hoch. Aber das Geile an Bünsen, es ist definitiv der letzte Stop vor Eckel. Jo, das ist Bünsen. Das ist mega klein und mega schön. Urig, wie so Dörfer in der Heide. Super geil.
muss man auf jeden Fall mal durchfahren. Schöne Fachwerkhäuser, super geile Straße. Aber es ist echt immer sehr idyllisch. Und das Geile an Bünsen, wie gesagt, da noch hoch und dann sind wir in Eckel. Leute, boah, noch 8% Akku, also auf der Kamera. Quasi 55 Kilometer auf der Uhr. Noch 280 Meter verbleibend. Und hier ist jetzt dieses erlösende Ortsschild. Welcome. Welcome, Eckel. Und jetzt rollen wir noch die letzten 3 Meter auf den Hof. Hi. So. Das heißt, wir kommen an mit 55, wahrscheinlich 2 Kilometer. Und wir sind zurück bei Leonhard Korn. Oh Leute, ich hab's geschafft. Das war super anstrengend, sehr geil und hat richtig Laune gemacht. Aber jetzt brauche ich mal ein bisschen Pause. Also morgen geht's schon wieder weiter, fast gleiche Strecke oder gleiche Tourgröße. Seevetal, Rosengarten, also noch einmal Hometown. Und dann geht's vor allen Dingen in eher für mich landschaftlich unbekannte Gefilde. Also, let's go!